Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer kleinen Sabbelstunde, die wahrscheinlich ganz lang wird. Aber ihr habt ja Zeit und ich habe Bock, mit euch ein bisschen zu sabbeln. Gibt ein bisschen was zu bereden. Ich habe schöne Sachen zum Zeigen. Und jo, legen wir direkt los mit dem Thema des Monats. Und ich habe mich dazu entschieden, aus aktuellem Anlass auch, euch ein bisschen was über die Geschichten mit der DHL, GLS, DPD, UPS, was gibt's noch, Transoflex, keine Ahnung. Ich möchte mit euch über Versand- oder Paketdienstleister reden. Ja, das ist kein neues Thema, keine Frage. Und ich bin sicher, ich habe auch schon den einen oder anderen Rant irgendwann mal in eure Richtung hier, ne, abgelassen, dass ihr ein bisschen hören konntet, was ich so für Probleme mit den einzelnen Versanddienstleistern habe. Momentan bin ich eigentlich sehr zufrieden. In den meisten Fällen. Ich habe super Leute bei DHL momentan am Start hier. Bei GLS ist es nicht so. Da komme ich gleich zu. Dann gibt es bei DPD, da ist momentan immer einer am Start. Den finde ich total super. Der ist mir sehr sympathisch, der Mensch. Und bei Hermes, den habe ich vorhin noch vergessen zu erwähnen. Hermes gibt es ja auch. Da habe ich auch schon seit langem zwei verschiedene Fahrer. Und da gibt es auch ein paar lustige Geschichten zu. Ich glaube, das wird auch so eine kleine Reihe. Ich gehe nicht davon aus, dass ich euch heute alle Geschichten erzählen kann. Dafür wären es wahrscheinlich einfach zu viele. Aber die ähneln sich natürlich auch alle so ein bisschen, die Geschichten. Aktuell habe ich das Problem mit GLS. Seit Monaten schaffen die es nicht, einen Artikel, den ich dann bestellt habe für meine persönliche Lootbox, rechtzeitig an mich zu liefern. Und das Problem ist ja, ich arbeite ja von zu Hause aus. Ich sitze hier, ich mache meine Zeichnungen, ich mache die Kommunikation mit den Leuten, ich nehme meine Videos auf. Das ist alles in Heimarbeit. Und ich bin deswegen natürlich zu Hause in den meisten Fällen und ich achte auf das Tracking und ich warte ja auch auf die Pakete. Ich gehe also morgens direkt einkaufen, damit ich das hinter mir habe, bevor die Pakete kommen, und sitze dann hier und warte drauf. Und jetzt begab es sich vor ein paar Tagen, dass ich dann wusste, okay, es kommt heute das Paket mit den T-Shirts für meine Lootbox. Die anderen Lootboxen waren alle schon verschickt. Und ich hatte jetzt so ein bisschen, ja, so ein bisschen Druck, dass das halt schnell gehen soll. Und ich habe die Pakete ja alle vorbereitet mit den Paketen mit T-Shirts halt. So, jetzt wusste ich, heute kommen die T-Shirts. Und ich gucke ins Tracking, noch 12 Stationen. Ich so, geil, der kommt jetzt bald, in einer Stunde oder so wird er wahrscheinlich da sein. Ja, ich habe hier also alles fertig gepackt. Nur das T-Shirt musste noch rein und dann Karton zu. Das heißt, ich habe alles vollgestellt. Irgendwann klingelt es an der Tür. Ich so, geil, da ist er ja. Ich springe auf, drücke den Summer. Und warte. Es klingelt noch einmal. Ich so, nanu. Ich greife nach dem Hörer, sage, hallo. Ich höre nichts. Keine Antwort. Ich drücke also noch einmal den Summer und ich höre über die Gegensprechanlage den Summer. Das heißt, die Gegensprechanlage hat schon mal funktioniert. Ich konnte hören, was die Person sagt. Ja, also wenn sie was gesagt hätte, weil der Summer war ja zu hören. Und das, man erkennt den Unterschied, ja. Also es klang jetzt nicht so wie der Summer, wie er klingt, wenn man, na, ihr versteht, was ich meine, also die digitale Variante, sondern man hat gehört den Straßenlärm und wie der Summer unten summt. Jo, dann habe ich gewartet, weil es kam ja keine Antwort. Ich habe den Hörer irgendwann wieder aufgehangen und habe halt gewartet. Ich habe ja gedrückt, ich habe ja den Summer gehört. Jo, es vergehen Minuten, an denen ich an der Tür stehe und denke, naja gut, ich höre den Fahrstuhl hoch und runter fahren und denke mir, na, der wird ja wahrscheinlich gleich bei mir hier aufschlagen. Nach so 2-3 Minuten hatte ich keine Lust mehr und habe meine Wohnungstür geschlossen. So. Dann habe ich mich um meine Dinge gekümmert hier, habe auch aufs Tracking gar nicht mehr so geachtet in dem Moment. Klingelt es wieder an der Tür. Ich so, nanu. Ich so, mein Gott, ich störe mich hier die ganze Zeit. Ich öffne die Tür, mein Nachbar steht vor der Tür. Mit dem Zettel von der GLS, ich wäre ja nicht angetroffen worden. Der hing dann unten an der Haustür, also an der Tür unten halt. Und ich so, ja, cool, ich habe zwar gedrückt, ich habe den zwar reingelassen sogar in der Theorie, aber der hat ja wohl keinen Bock gehabt. Und es ist ja bei mir auch immer so, ich weiß ja, die Nachbarn sind alle zu Hause. Ich kenne die ja alle, ich weiß, wann die zu Hause sind. Ja, und im Normalfall sollte es ja möglich sein, dass wenn der Mensch keinen bei mir hier antrifft,
dass er dann irgendwo anders klingelt. Aber nun gut, ich war ja da, ich habe ihm ja sogar geöffnet. Ja, vielleicht fehlte ihm die Kraft. Ich meine, das kann ja sein. So ein Lieferdienstmitarbeiter, der ist ja durch seine Tätigkeit auch unheimlich schnell, unheimlich geschwächt. Es kann ja sein, meine Haustür unten ist ein bisschen schwergängig. Da muss man ein bisschen Druck ausüben. Vielleicht ist die Person halt einfach nicht stark genug gewesen, die Tür zu öffnen. Hätte er oder sie mal was gesagt? Ich meine, ich habe ja den Hörer am Ohr gehabt. Man hätte ja sagen können, hallo, ich möchte rein, ich habe ein Paket für Sie. Aber das war ja wohl auch nicht möglich. So geschwächt. So richtig schwach, dass man nicht mehr sprechen kann, dass man den Zettel kann man schreiben. Allerdings auch nicht richtig, weil mein Name nicht richtig geschrieben wurde. Ja, und es hieß dann, ich darf das Paket dann am Folgetag im Paketshop abholen. Irgendwo 10 Minuten Fußmarsch von hier. Jetzt eigentlich nicht der Rede wert, aber ich natürlich auf heißen Kohlen, weil ich habe hier alle Pakete stehen. Ich will, dass die Pakete rausgehen, weil alle anderen waren schon verschickt. Und das ist ja nun so ein bisschen trotzdem eine Mystery Box und die Leute sollen ja auch dann die Überraschung nicht vorwegnehmen. Und ich brauche auch die Werbung davon, dass die Leute Bilder posten. Das können sie aber nicht, wenn ich sage, noch nicht posten, das haben noch nicht alle ihre Box. Also zwickmüde für mich. Ich dann Twitter. Bei GLS und Co., bei Hermes, immer Twitter. Die haben da ein gutes Team, das ist auf Zack. Die können dir zwar auch nicht helfen, aber zumindest nehmen sie deinen Zorn in sich auf. Ja? Und ich habe hier tatsächlich in der Wohnung gestanden. Und ich gehe davon aus, dass jeder Nachbar hier im Hause, jeder Nachbar, neue Schimpfworte gelernt hat. Denn ich war durchaus laut und ungehalten. Das ging so weit, dass ich sogar einen Schweißausbruch gekriegt habe. Ja, keine Sorge, mir ist nichts passiert. Mir ging es gut. Ich habe dann was getrunken, habe mich wieder beruhigt. Aber faktisch war es schon wirklich schon so, dass ich sehr, sehr erregt und aufgeregt war. Also ich denke, ich werde auch einen leicht roten Kopf bekommen haben. Und ich habe wirklich geschimpft wie ein Rohrspatz. Das Ganze haben dann die Leute von Twitter in dem Falle auch mal abbekommen. Normalerweise bin ich dann immer sehr moderat. Ich schalte dann runter und sage, so Leute, so geht das nicht. Na, da müssen wir mal was machen. Was ist da jetzt schon wieder los? Warum ist das nicht passiert? Und bei GLS war es in den letzten Monaten so, ich zähle mal so ein paar Sachen auf. Meine Warenannahme wäre nicht besetzt gewesen. Ich bin ein Privathaushalt, ich habe keine Warenannahme. Meine Wohnung wäre nicht zugänglich gewesen, weil es eine Baustelle gibt. Ich wohne an einer gut befahrenen Straße, wo auch eine Hauptbuslinie durchfährt oder alle Hauptbuslinien durchfahren. Wäre da eine Baustelle, würde ich das wissen. Dann ist irgendwann mal das Fahrzeug kaputt gewesen von dem Fahrer. Es gab auf jeden Fall jeden Monat eine andere Ausrede, warum ich nicht da wäre. Obwohl ich immer da war. Jedes Mal. Ich dann jedes Mal Twitter, ich sage, Leute, das geht doch so nicht weiter. Und diesmal habe ich den Leuten wirklich Feuer gegeben, weil ich war wirklich wütend. Ich habe gesagt, Leute, das kann nicht angehen. Es kann einfach nicht mehr angehen. Es ist nicht okay, ja, dass das wieder mal nicht geklappt hat, obwohl ich hier sitze, obwohl ich der Person sogar die Tür geöffnet habe. Was soll ich noch machen? Soll ich runterrennen und ihn abholen oder was? Ich war wirklich, wirklich erbost. Und es tut mir dann auch leid, ich schreibe es dann auch mal rein. Ich sage, ich weiß, ihr könnt nichts dafür und ihr hört das den ganzen Tag und ihr könnt mir ja auch nicht helfen. Na gut, die haben dann halt nochmal gesagt, ja, das wird heute da zugestellt in dem Paketshop und das wird sich dann im Tracking auch aktualisieren. Und dann kannst du das dann theoretisch, wenn du Glück hast, noch abholen. Ich also wie so ein Idiot, F5, damit ich sehe, wann das Paket dann mal beim Paketshop ist. Irgendwann um 16.30 Uhr wurde es dann da abgegeben. Ich so, oh, ein Glück, macht er wenigstens heute mal pünktlich Feierabend. Normalerweise macht er noch früher Feierabend. Aber gut, anderes Thema. Auf jeden Fall bin ich dann... Ich hatte vorher noch da angerufen bei dem Paket. Stimmt, das habe ich ja ganz vergessen. Ich habe vorher noch da angerufen bei dem Paketshop. Weil ich ja wissen wollte, wann ungefähr die Fahrer so reinkommen und die Pakete da abgeben und ob die Chance überhaupt besteht, noch an diesem Tage mein Paket abzuholen. Ich rufe da also an und bekomme tatsächlich, und das ist ein Printer-Shop, das ist ein Shop für Kopien, für Copy und für Druckerpatronen und so, ja, und für Telefone. Da kommt dann so eine Ansage. Wenn Sie Fragen zu Druckerpatronen haben, drücken Sie die 1. Haben Sie Fragen zu Paketdienstleistern, dann drücken Sie die 2. Dann drückst du die 2. Wenn Sie Fragen zu GLS haben, drücken Sie die 1. Haben Sie Fragen zu DPD, drücken Sie die 2. Bei Fragen zu UPS die 3. Ich so, ja, dann die 1. Wenn Sie Fragen haben zu GLS-Paketen, können Sie unter der Telefonnummer bla 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 das Tracking erfragen. Ich so, das war aber nicht das, was ich wollte. Ich wollte ja mit einer Person sprechen, um zu erfahren, wann man denn damit rechnen kann. Ich also schon wieder so ein Hals, ja. Ja, und
dann war das so eine Endlosschleife. Du kamst da nicht wieder raus. Ich so, geil, ey, da geht noch nicht mal mehr einer ans Telefon. Und ich weiß, es ist so ein Copyshop, da ist den ganzen Tag lang nichts los. Diese Telefonansage ist total sinnlos, ja. Da rufen nicht alle 5 Minuten Leute an. Der ist immer leer, der Laden. Naja, außer wenn die Leute Pakete abholen wollen, klar, keine Frage. Ich habe also nochmal angerufen, mir diese ganze Ansage nochmal durch angehört und dann aber nicht gedrückt, sondern gewartet. Ja, und irgendwann kam dann die Aussage, wenn sie mit irgendein anderes Anliegen haben, drücken sie die 9. Ich so, ja, drück die 9 und dann ging dann tatsächlich instant auch jemand ran. Und jetzt war ich tatsächlich in dem Moment noch so ein bisschen in Rage. Dementsprechend war ich vielleicht auch nicht ganz so freundlich und bin dem ein paar Mal ins Wort gefallen. Und der wirkte aber auch unheimlich patzig, weil, ja, wenn sie was von GLS wissen wollen, dann rufen sie die. Ich so, das bringt mir nichts. Ich muss jetzt mit ihnen hier reden, weil ich von ihnen wissen möchte, wann damit zu rechnen ist, dass das Paket heute da aufschlägt. Ja, dann gucken sie ins Tracking. Ich sag, da steht auch nichts. Ich sag, wann kommen denn die Fahrer? Ja, die kommen die ganze Zeit. Der letzte war heute Morgen um 11 da und gestern. Ich sag, gestern interessiert mich nicht. Ja, sie haben gefragt. Ich sag, nein, das. Ich sag, ist egal. Gut. Das steht also nachher im Tracking, sagen sie. Ja, ja, das wird dann ins Tracking aktualisiert. Ich so, gut, okay, das habe ich dann bei Twitter auch nochmal verifiziert, dass es dann so ist. Und habe dann gewartet und dann ging es halt irgendwann. Und als ich das dann abholen wollte, ja, hieß es dann erstmal, ja, das ist auf dem Stapel, der noch nicht bearbeitet worden ist. Der Kollege ist ja gerade erst rein. Ich sage, ja, das weiß ich, deswegen bin ich ja hier. Ja. Ja, haben sie Glück gehabt, liegt oben drauf. Ich sag, du, wenn es jetzt nicht oben drauf gelegen hätte, wäre mir das egal gewesen. Dann hättest du nämlich Pech gehabt und hättest diesen ganzen Stapel durchsuchen müssen. Das wäre mir dann auch egal gewesen. Ich sag, ich komme nicht normal. Ich brauche das Paket heute. Naja, dann hatte ich halt mein Paket. Es waren ein paar T-Shirts, 7 T-Shirts in der Tüte. Ja, also absolut lächerlich. Ich bin dann nach Hause, habe dann alle Pakete gepackt und dann war es auch gut. Am nächsten Tag gab es die Abholung von DHL. Das hat auch einwandfrei funktioniert. Also DHL momentan absolut super. So, und jetzt habe ich, glaube ich, schon 10 Minuten geredet oder länger, ja. Und ich wollte ja eigentlich ganz viele Geschichten erzählen. Nein, ich glaube, wir teilen das wirklich auf. Also die Geschichte, die dieses Thema jetzt aufgebracht hat, ja, die habt ihr jetzt gehört. Ich nehme das am Ende immer mit Humor, klar, keine Frage. Ja, ist auch immer ein bisschen ein Augenzwinkern dabei. Klar rege ich mich in dem Moment auf, aber meistens geht es dann ja irgendwann noch gut. Ja. Ich habe auch schon ganz andere Sachen erlebt. Ja, aber es ist halt echt so schön, ja. Vor allem, wenn du dann so im Tracking so Sachen liest, das war jetzt nicht diesmal, sondern beim letzten oder vorletzten Mal, ihre Warenannahme war nicht besetzt. Welche Warenannahme? Das ist doch, ich sag, das ist doch Satire. Euer Tracking-Status, das habe ich denen dann auf Twitter, ich sag, das ist doch Satire, das ist doch, ihr wollt uns doch ärgern. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja? Genauso wie, wir konnten nicht an deine Wohnung, weil da eine Baustelle ist. Ja, wo, bitteschön? Irgendwo 50 Kilometer weg oder was? Es ist ja sowieso, ich meine, ja, ich verstehe, dass die Menschen, die in diesem Business arbeiten, unterbezahlt sind, viel zu viel machen müssen teilweise. Also ich weiß von Hermes-Fahrern, die mir erzählen, dass sie am Tag 200, 250 Pakete ausliefern müssen. Das musst du erstmal schaffen, ja, dass man dann teilweise die Abkürzung nimmt und vielleicht nicht dreimal klingelt, bevor man halt aufgibt oder vielleicht auch schnell mal einen Zettel schreibt. Das kann ich absolut nachvollziehen. Und es ist ja auch oft so, dass die Paketdienstleister zu Zeiten kommen, wo viele Leute sowieso nicht zu Hause sind. Ja? Und dann halt versuchen, das irgendwo noch abzugeben, ist natürlich auch dann immer zeitraubend. Also ich kann das alles verstehen. Und ich verstehe auch, dass das dann teilweise keinen Spaß macht und dass, wenn es gut läuft, dass man nicht irgendwie Lob bekommt, sondern dass das selbstverständlich ist, weil es halt deren Job ist, und wenn es schlecht läuft, dass dann Ärger kommt. Das kann ich auch verstehen, dass man das dann nicht so geil findet. Aber es ist halt wirklich so, Leute, ihr habt diesen Job und dann macht es doch wenigstens ein bisschen Herzblut. Ja? Weil man kann auch bei einem Job, wo man jetzt nicht so viel Bock drauf hat, auch ne, seine, ich will Erfüllung vielleicht nicht, seine Berufung sowieso nicht, obwohl Beruf ja von Berufung kommt, aber dass man das vielleicht dann in dem Moment nicht findet, aber man hat diesen Job halt angenommen und man kann da auch seinen Spaß dran finden, wenn man ihn sucht. Und ich möchte auch nicht tauschen, keine Frage. Also ne, Paketdienstleister, das wäre jetzt nichts, was ich machen wollen würde. Weil wie gesagt, dann sowas ständig kommt und dann hast du halt dann auch immer den Ärger und du kannst ja manchmal noch nicht mal was dafür. Und ich weiß auch nicht, warum der jetzt die Tür nicht geöffnet bekommen hat. Keine Ahnung. Vielleicht war der in Eile, hat nicht richtig zugehört, hat Kopfhörer im Ohr gehabt, war am Telefonieren. Vielleicht war die Tür auch kaputt. Das kann ja sein. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Komisch, dass alle anderen das an dem Tag geschafft haben, nur er nicht. Aber es ergibt halt immer eine lustige Geschichte. Und natürlich rege ich mich darüber auf. Wenn ich hier sitze und drauf warte und es kommt nichts, dann rege ich mich logischerweise drüber auf. Das wird mir auch keiner übel nehmen. Das geht ja jedem so. Ich glaube, selbst wenn der Paketdienstleister selber zu Hause sitzt und auf ein Paket wartet und es kommt nicht, dann regt er sich genauso auf.
Ja, auch wenn er natürlich weiß, dass die Umstände halt alles andere als gut sind. Ja. Gab es auch schon so den ein oder anderen Paketdienstleister, der mir erzählt hat, was bei denen so los ist. Und das ist dann, sind dann auch schöne Geschichten. Da muss ich mal gucken, ob ich da auch noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf. Weil das weiß ich nicht. Muss ich gucken. Aber auf jeden Fall war das wieder mal eine Geschichte, die das jetzt wieder ins Rollen gebracht hat. Und es gibt noch ein paar andere schöne Geschichten. Ich habe noch ein paar schöne alte DHL-Geschichten. Das ist schon eine Weile her, weil momentan bin ich, wie gesagt, mit DHL sehr zufrieden. In den meisten Fällen. Ja, manchmal passiert natürlich auch was, aber gut. Sei es drum. Genauso wie bei DPD bin ich auch sehr zufrieden, aber da gab es, glaube ich, auch die eine oder andere Geschichte. Da muss ich nochmal nachlesen bei Twitter. Haha. Das ist dann wieder so für die Dokumentation ganz gut, ja, dass ich dann so Twitter-Chats habe, wo ich dann sehen kann, was schiefgelaufen ist. Genauso wie bei Hermes. Ja. Erzähle ich euch beim nächsten Mal. Okay? Da gibt es dann die nächste Geschichte. Könnt ihr euch, weiß ich nicht. Also, was ihr machen könnt, ist, das interessiert mich doch auch. Erzählt mir eure Geschichten. Erzählt mir, was ihr schon für schöne Geschichten erlebt habt. Mit Versanddienstleistern. Das ist doch eine spannende Sache. Einfach in die Kommentare setzen, was bei euch passiert ist. Möglichst abstruse Sachen, ja, wo dann auch irgendein komischer Status plötzlich drin stand oder so. Ich hatte das einmal mit irgendeinem Dienstleister, da stand dann im Text drin, also es war jetzt irgendwie, ne, von wegen die Tour wurde abgebrochen. Die hatten dann einen Hitzeschlag. Der Fahrer hat einen Hitzeschlag gehabt. Das habe ich dann auch nachträglich erfahren. Ja, kann auch passieren. Sowas ist immer möglich. Gut, jetzt bei diesen Temperaturen nicht. Aber wie gesagt, schreibt mir eure Geschichten in die Kommentare. Ich habe da Bock drauf. Das interessiert mich sehr. Vielleicht gibt es da ja noch was Witziges. Und wenn ihr wirklich gute Geschichten habt, dann vielleicht erzähle ich die beim nächsten Mal dann auch. Eure Geschichten. Ist so ein Deal, oder? Gott. Weiter geht's mit dem nächsten Thema. Und das nächste Thema ist etwas, auf das ich mich sehr gefreut habe. Es ist nämlich Haul-Zeit. Ich möchte euch die Dinge zeigen, die in den letzten Wochen und Tagen den Weg zu mir gefunden haben. Ja, Haulzeit. Den hier habt ihr schon gesehen, wenn ihr bei mir auf dem Kanal ordentlich zuschaut. Dann habt ihr nämlich die Review und die Toy News zu den Motus gesehen. Habe ich vor kurzem veröffentlicht, das ist noch nicht so lange her. Und da wurde unter anderem der hier auch gezeigt und der Rendor. Der Rendor steht aber schon im Regal, der steht da irgendwie. So. Und den Zorek, den habe ich jetzt noch nicht ins Regal gestellt, der ist jetzt hier noch im Karton. Ja, und könnt ihr euch gerne angucken. Gab es ganz viele News zu den Motus und eben die Review zu diesen Kollegen ist halt auch mit am Start. Falls es euch interessiert. Aber ich bin sehr froh, dass ich ihn habe. Ja, der Zorek ist eine coole Figur. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Könnt ihr in der Review aber auch sehen. Da rede ich ja drüber. So, dann kommt demnächst. Ja, jetzt haben sie mich erwischt. Habe ich mir bei Amazon gekauft. Da ist ein Römertrupp. Da sind 4 Römer drin. Ja, Asterix, Playmobil, ich feiere das irgendwie doch. Ich finde es einfach geil. Also es ist, na, mich stört das zwar mit den Nasen nach wie vor, keine Frage, aber die Figuren sind so liebevoll gemacht irgendwie doch und sie fassen sich gut an, sie fühlen sich hochwertig an. Es ist angenehm, Playmobil-Figuren mal wieder in der Hand zu halten. Und das Ganze mit dem Thema Asterix ist einfach toll, deswegen demnächst bei mir auf dem Kanal, vielleicht ist sie auch schon öffentlich, ich weiß es gerade gar nicht, gedreht habe ich sie schon, ja. Kann nur sein, dass das jetzt vorher kommt oder nachher werdet ihr sehen. Also wenn ihr Glück habt, könnt ihr das schon gucken. Wenn ihr Pech habt, kommt es in den nächsten Tagen. Habe ich mir bei Amazon gegönnt, war ein super Preis. Da konnte ich nicht Nein sagen. Ja? Dementsprechend das Römer-Trupp-Dingen. Mega cool. Das muss man ja auch haben, ne? Die Gallier müssen was zum Verprügeln haben, sonst geht's ja nicht. Und wo wir gerade bei Asterix sind, den habt ihr vielleicht schon im Unboxing gesehen von dem Fanpaket von Freddy. Und ich hatte gesagt, dass ich da eine große Review zu mache. Das stimmt auch, aber ich wollte ihn euch jetzt nochmal zeigen innerhalb dieses Hauls, weil ich habe mir überlegt, dass ich den nicht komplett öffne und ihn im Vorfeld zeige, dass ihr sagt, ach, das ist ja cool, den kaufe ich mir auch noch, kauft ihn euch, der ist geil, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, vor allen Dingen, wenn der dann jetzt gerade einen guten Preis hat, teilweise, greift einfach zu, das Ding wird es wert sein. Wenn ihr Fans von Asterix seid und Fans von Playmobil, worauf wartet ihr? Ihr könnt da nichts falsch machen. Ja, ich werde euch jeden Tag auf YouTube und auf TikTok, vielleicht auch auf Instagram, mal gucken, wie faul ich bin, werde ich euch jeden Tag ein Fach aufmachen. Das heißt, vom 1. Dezember an bis zum 24. wird es jeden Tag ein TikTok, ein YouTube Short und ein Instagram Reel geben oder eine Story. Mal gucken, wo ihr seht, was in den einzelnen Fächern jeweils drin ist. Jeden Tag. Und am 24. wird es dann, 24. Dezember natürlich, wird es dann das komplette Video geben, wo ich das Ding komplett zusammengesetzt nochmal zeigen werde. Das ist dann wieder ein großes Video auf YouTube.
Ist das ein Deal? Ich glaube schon, oder? Freuen wir uns drauf. Ich freue mich da tierisch drauf. Ich habe richtig Bock loszulegen. Ja, und so habe ich dann tatsächlich auch selber dieses Gefühl des Adventskalenders, wenn ich jeden Tag ein Fach öffne. Ist doch auch was Schönes. Ja, ich hoffe, ich kriege das hin, für euch jeden Tag ein Video zu machen, auch wenn es dann immer nur so ein Short ist, so 10 Sekunden oder 20. Ich halte das Ding halt kurz hoch, sag hier, haben wir jetzt hier so ein Schild. Ja, super. Mal sehen, was morgen drin ist. Auf Wiedersehen. Das war's dann so ungefähr. Vielleicht, mal gucken, vielleicht fällt mir auch noch was ein. Und, oder vielleicht baue ich das währenddessen auch dann schon zusammen und zeige euch dann immer das Ergebnis, wie weit wir gerade sind. Wir werden sehen. The sky is the limit. Vielleicht wird es auch einfach ganz einfach. Mal schauen. Ja. Hauptsache, wir haben alle Spaß dran. Dann war ich mal wieder mit dem Happy Meal unterwegs. Ja, ich gebe zu, ich mag McDonald's und ich bin totaler McRib-Fan. Und wenn ich mir einen McRib hole, hole ich mir inzwischen immer noch eine, ich wollte jetzt Junior-Tüte sagen, das heißt nicht mehr so, es ist ein Happy Meal. Ich hole mir ein Happy Meal mit dazu. Warum? Happy Meal ist kosten-nutzen-technisch einfach das perfekte Ding. Du kriegst einen Burger, einen ganz normalen Hamburger, oder du kriegst Hamburger, oder du kriegst eine 4 Nuggets. Ja? Du kriegst eine Pommes, eine kleine mit dazu, also Hamburger, Pommes, ja? Rechnet mal zusammen. Ja? Du kriegst einen Fruchtquatsch mit dazu, ein kleines Getränk, irgendein Wasser oder ein Saft oder so, whatever, irgendwie sowas. Ja, und ihr kriegt noch einen Schlumpf mit dazu. Habe ich irgendwas vergessen? Mayonnaise oder Soße, je nachdem. Für die Pommes gibt es auch immer noch eine Soße mit dazu, kostet nichts extra. Und ihr zahlt 5 Euro für so ein Happy Meal. Ja, und wenn ihr es bestellt online, dann zahlt ihr irgendwie 5,50 Euro. Wobei online bestellen bei McDonald's ist so eine Sache, weil die nehmen irgendwie 2 Euro Liefergebühr plus 89 Cent Servicegebühr, wofür auch immer. Ja, und das heißt, du hast schon 3 Euro, also locker ein Burger weniger und das, die Preise sind halt auch höher. Also es ist halt teurer und ihr zahlt nochmal oben drauf, ist irgendwie total paradox. Ja, aber ich habe hier genug McDonald's-Geschäfte in der Nähe, das heißt, ich kann auch mal direkt hingehen, wenn ich möchte. Ja, und es war mal wieder soweit. Ja, und ich habe hier 2 Schlümpfe. Und die Schlümpfe, das sind richtige Schleichschlümpfe. Ja, und so ein Schleichschlumpf kostet ja auch schon ein paar Euro. Dementsprechend ist das der beste Deal, den ihr haben könnt. Holt euch ein Happy Meal. Besser läuft's nicht. Ihr könnt keinen besseren Deal bekommen. Ja. Und ja, ihr habt dann immer diesen Schlumpf und dann hier so eine kleine Karte mit drin. Ich zeige jetzt noch nicht, welcher das ist, weil ihr wollt ja den Schlumpf sehen. Der Schlumpf ist dann nochmal so eingepackt und in diesem Fall ist es, yay, der hoffentlich scharf werdende Basketballschlumpf. Ja, es dürfte scharf geworden sein. Das ist hier so ein Rollifahrer, ne? So, keine Ahnung, Paralympics-mäßig. Und der macht halt Basketball. Finde ich geil. Finde ich cool. Finde ich super. Also, erstmal, der hat Gewicht, ja. Das ist ein richtig geil, gut gemachter Schlumpf. Ne? Nicht alle Schlümpfe aus der Reihe sind toll, weil manche haben viel zu lange Arme. Das sieht komisch aus. Aber der hier sieht zum Beispiel super aus. Finde ich richtig gut. Und ich finde es auch toll, dass sowas mit dabei ist, tatsächlich. Also, mir gefällt der richtig gut. Ja, ist hier der Schlumpf. Und dazu gibt es halt immer noch so eine Sammelkarte mit dabei. Keine Ahnung, da kannst du noch entdecke mich in der App, was das auch immer bedeutet. Ja, und dann hast du halt hier diese Karte mit dabei. Ja, und da ist der dann auch nochmal drauf, in gezeichneter Form. Finde ich sehr, sehr geil. Also dieser Schlumpf gefällt mir schon mal sehr gut. Ja. Ja, und ich gebe es zu, heute war ich nochmal los und ich war in der Innenstadt und hatte irgendwie Hunger und dachte mir, Mensch, wenn du jetzt in der Innenstadt bist, dann kannst du ja auch mal eben kurz bei Mc's einkehren und dir noch einen McRib holen und noch eine Junior-Tüte, ein Happy Meal. Jetzt war das aber so, dass der McRib mir heute nicht gut geschmeckt hat. Die Soße war zu frisch. Versteht ihr, was ich da meine? Also so ein McRib muss ein bisschen reifen, der muss ein bisschen liegen und da muss viel Soße drauf sein. Und diese Barbecue-Soße, die darf nicht zu hell sein. Die muss schon so ein bisschen angekrustet sein, dann schmeckt die am besten. Ja, manchmal ist das so. Und wenn der ganz frisch gemacht ist, ja, und die Soße zu wenig ist und die Soße noch nicht ganz so, ja, die ist dann irgendwie heller. Ja, und nicht, hat noch nicht so eine Konsistenz, dann schmeckt der nicht so gut. Der schmeckt zwar dann frisch, ja klar, aber er gewinnt an Geschmack, wenn er ein bisschen älter und so ein bisschen abgekühlt ist und ein bisschen mehr Soße drauf ist. Deswegen war der heute nicht ganz so geil. Aber der Schlumpf ist natürlich cool. Ich habe auch schon geguckt, welcher das ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das soll, aber es gefällt mir auch gut. Es ist auch ein sehr schöner Schlumpf, obwohl der eine Gusslinie direkt im Gesicht hat. Keine Ahnung, warum die sowas machen. Also das ist tatsächlich dann ein echter Schwachpunkt. Ich hoffe, das wird scharf. Schau mal, das ist ein Schlumpf, der hat einen Babyschlumpf auf dem Arm und das Babyschlumpfding hat auch irgendwas in der Hand. Aber ich finde halt, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, da ist direkt im Gesicht so eine Gussnaht. Also mal ganz ehrlich, wenn ihr die Dinger gießt, dann gießt die doch so, dass das außenrum ist. Das Ding ist auch noch mal eine Gussnaht. Keine Ahnung, wie die das geschafft haben. Was ist denn das für ein Schlumpf? Der Hilfsbereitschaftsschlumpf Nummer 16.
Er ist so hilfsbereit. Er hat das kleine Kind auf dem Arm. Das ist irgendwas mit McDonalds Kinderhilfeschlumpf, heißt er. Der Kinderhilfeschlumpf. Ja, der hat dem Kind geholfen. Er hat das Kind auf den Arm genommen. Ja, wenn ich euch auf den Arm nehme, dann ist das aber keine Hilfe. Ja, es sind richtige Schleichschlümpfe. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die in den nächsten Jahren, weil es Schlümpfe sind und weil es McDonalds-Toys ist, einen Wert generieren, der so jenseits von Gut und Böse ist, dass ich damit reich werde. Ja. Davon gehe ich aus. Kinder, ich sage euch das. Ja, dann kann ich hier meine Schlümpfe teuer weiterverkaufen. Ja, dann werde ich reich. Und alles nur durch das Happy Meal. Ach, wie schön. Nein, natürlich nicht. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Ich finde das witzig, mal so ein paar Schlümpfe wieder hier. Aber ich glaube nicht, dass ihr die hier irgendwo im Regal wiederfinden werdet. Also, ja, weil ich die ja teuer weiterverkaufe. Ich mache Spaß. Machen wir weiter mit dem Bücherflohmarkt. Ja, ich bin eines Morgens zum Brötchen holen gegangen durch das Einkaufszentrum, das hier direkt angebunden ist. Und da waren dann überall so Bücher aufgestellt, so Tische mit Büchern, ganz viele Bücher. Ja, und ich so, oh, Bücherflohmarkt, okay. Und die Flohmarktsaison ist zwar noch nicht ganz vorbei, es gibt noch Flohmärkte in der Umgebung, aber das ist mir zu weit, da komme ich nicht so ohne weiteres hin. Und da die Flohmärkte in der Innenstadt alle nicht mehr sind, passiert da halt nicht mehr viel und ich kann euch keine Flohmarkt-Halls machen. Deswegen ist dieser Hall auch diesmal ein bisschen größer und schöner und bin sehr begeistert. Aber es war der Bücherflohmarkt. So, und ich bin da eigentlich nur so lang und am anderen Ende gucke ich und sehe, okay, Videokassetten von Disney-Filmen, nett. Und dann sehe ich Hörspielkassetten. Hörspielkassetten und ich so, ja geil. Ich habe dann meine Brötchen geholt, bin dann wieder zurück. Und das ist so ein Bücherflohmarkt, der so funktioniert, dass du da reingehst, dann kannst du dich da umschauen, dann nimmst du dir die Sachen mit, die du haben willst, es ist völlig egal, wie viel du nimmst, und dann kannst du am Ende eine Spende in deren Dose werfen. So. Und ich habe Folgendes gefunden dort. Ich habe ein Piff Pocket gefunden. Vielleicht erinnert ihr euch an das Unboxing von dem Fanpaket von Jette. Da war auch so ein Ding schon mal drin. Und da hatte ich gemeint, dass ich total vergessen hatte, dass es die gibt. Und deswegen war das umso geiler, dass ich jetzt noch eins gefunden habe. Nummer 8. Piff Pocket. Ja, der Zustand ist nicht der beste. Es ist ein bisschen schon verfärbt und die eine oder andere Seite ist geknickt. Aber die Rätsel sind nicht gelöst. Das ist schon mal schön. Und die Comics sind natürlich auch immer sehr lustig. Ist einmal so Schwarz-Weiß-Comics. Ja, und in dem Fall ist das Piff Pocket. Detektive. Vorne drauf hat einer ein bisschen rumgekritzelt. Nur 2,80 €. 2,80 € für so ein Ding damals. Ja, heutzutage kostet sowas, ich habe keine Ahnung, viele Euronen. Aber egal, habe ich halt gefunden. Piff Pocket, hat mich sehr gefreut. Und Hörspiele. Ja, Hörspiele, da schlägt mein Herz natürlich sofort. Da denke ich, da musst du rein, das musst du holen. Ja, und das Erste, was ich gesehen habe, war das hier. Und dann dachte ich, Mensch, Regina Regenbogen. Regina Regenbogen ist so eine Hörspielreihe, die ich habe Rainbow Bright natürlich damals geguckt, die Zeichentrickserie, keine Frage. Aber das war ja eigentlich gefühlt eher so für Mädchen. Ja, früher war das noch so. Ja, da war das so, Mädchen fanden das gut und Jungs fanden He-Man gut. Ja, heutzutage finde ich alles gut. Und wir haben hier halt Regina Regenbogen als Hörspiel. Und das sind Hörspiele, die genau in dem Zeitraum bei Europa entstanden sind, als die Musik cool war, als die Sprecher super, super cool waren. Gut, die sind heute noch gut, aber na, viele von denen, die hier drauf sind, sind wahrscheinlich schon nicht mehr da. Und damals war das halt meine Jugendzeit und deswegen liebe ich diese Sprecher und die Musik, die hier so drauf ist. So, und dann habe ich mir das geholt, Regina Regenbogen und die Weihnachtsgeschenke, ja, und war dann zu Hause und wollte das von meiner Liste streichen, weil ich habe so eine Liste, wo ich draufgeschrieben habe, welche Hörspiele mir noch fehlen, und habe das nicht gefunden. Und es steht hier auch keine Nummer drauf. Das ist einfach eine von den Sonderfolgen. Ich weiß nicht, ob die irgendwie einen höheren Wert dann haben oder so, aber das ist mir auch egal. Ich freue mich einfach, dass ich eine von den Sonderfolgen bekommen habe. Regina Regenbogen, total toll. Das ist eine schöne alte Kassette, ja. Richtig toll. Richtig toll. Ich mag das, ich finde das gerade total toll. Und das Buch, also, ne, die basieren ja im Prinzip auf Geschichten, die irgendwie niedergeschrieben wurden. Ja, also, sag ich mal, das Buch halt. Das, ne. Also, es ist halt, irgendjemand muss das ja aufschreiben, was die Leute sagen und so. Und das ist hier von H.G. Francis wieder mal, den ich ja auch sehr verehre. Ein Großmeister, der einfach unglaublich viele Hörspiele geschrieben hat. Und auch dieses ist von ihm. Kannst mal sehen. So, dann habe ich das hier gefunden, von Karussell. Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer.
Von Lummerland nach China. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht reingehört, ob das Erzähler Michael Ende, Rainer Planck, Heinz Ströwer. Aha. Ich weiß nicht, ob diese Aufnahme eine Originalaufnahme der Augsburger Puppenkisten-Sache ist oder ob das ein eigenes Ding ist. Das ganze Teil ist auf jeden Fall 1984, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, also, dass es so alt ist. Deswegen muss ich das mitnehmen. Und, ja, Hani und Nani. Hani und Nani ist aber wirklich eine schwierige Sache, weil bei Hani und Nani sind die Hörspielnummern, ja, unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Auflagen, wo die Nummern unterschiedlich sind. Deswegen kann man immer, wenn ich dann meine Liste habe von 1 bis 22, weiß ich immer nicht, ob ich die Nummer dann schon doch habe oder nicht, weil es zwei verschiedene Nummerierungen gibt. Ich könnte mir natürlich die Nostalgiebox holen, die gibt es auch, kostet gerade 20 Euro oder so. Aber ich finde das auf Kassette natürlich viel, viel cooler. Hier haben wir Hani und Nani im Landschulheim und auch Hani und Nani ist in einer Zeit entstanden, als die Hörspiele für mich absolut an der Spitze waren. Und deswegen finde ich das auch total cool, dass es von 1986 dieses Hörspiel bzw. diese Kassette, also auch schon absolut Vintage. Leider hatten sie sonst nicht mehr so wahnsinnig viel da. Sie sagte zu mir, meistens nehmen sie die Kassetten nicht mit, weil sie glauben, dass das keine Abnehmer findet. Ich so, das ist ein Irrglaube. Und wenn ihr das so erfahren habt, dann war ich nie da. Weil ich würde die immer gerne mitnehmen. Ja, ich habe also diese drei Hörspiele mitgenommen. Und dieses Ding. Ja, und da das für einen guten Zweck in Spende ging, ja, habe ich gesagt, komm, Zehner. Ja, sie meinte zu mir, ja, nimm so viel mit, wie du willst. Du brauchst ja nicht viel spenden. Ist ja egal. Ist ja, ne? Ich sage, nee. Also ein Zehner ist mir das auf jeden Fall wert. Ja? Also 2,50 pro Artikel absolut wert. Und dementsprechend gab es einen Zehner. Und damit bin ich dann auch zufrieden gewesen. Und habe gesagt, komm, für einen Zehner ist das absolut cool. Ich glaube, die könnte schon allein diesen Zehner wert sein. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen, weil es halt schon so alt ist. Aber da war ich sehr, sehr glücklich, ja. Also doch nochmal Flohmarkt. Auch wenn es dann der Bücherflohmarkt war und eigentlich eher unerwartet und ungewollt. Das sowas erfreut. Ja, machen wir weiter. Ich habe eine neue Leidenschaft. Und diese neue Leidenschaft, die muss ich euch jetzt zeigen. Und zwar habt ihr es vielleicht schon mitgekriegt. Ich habe vor kurzem Reviews gemacht zu Figuren von den Mythic Legions. Und ich fand die so großartig. Ich fand die so großartig, die Figuren, dass ich gesagt habe, du musst da noch mehr von haben. Ja? Und dementsprechend zeige ich euch jetzt, ohne viel Umschweife, die ganzen Figuren, die ich mir in den letzten Wochen und Tagen zugelegt habe. Ich habe immer geguckt, dass ich gute Preise kriege. Ja? Und die sind oftmals sehr, sehr teuer. Es gibt aber den einen oder anderen, ja, Laden, der noch welche hatte. Und es gab dann natürlich auch Angebote bei eBay Kleinanzeigen. Ich habe überall zugegriffen und habe gesagt, ich brauche noch die ein oder andere Figur. Dann gab es noch einen guten Freund von mir, der ein paar dieser Figuren abgeben wollte. Und auch da habe ich zugeschlagen. Und so habe ich in letzter Zeit jede Menge Mythic Legions Figuren gekauft, die ich euch hier an dieser Stelle kurz zeigen will. Und natürlich, es wird Reviews dazu geben. Das heißt, das ist schon mal eine kleine Vorschau auf die Reviews. Wir haben hier den Krotos. Krotos, das ist wie heißen die denn, so ein Satyr, ja, mit Hörnern und Hufen, ja, und so ein bisschen, sehr geile Figur, ja, sehr, sehr geile Figur, finde ich super cool, ist, glaube ich, einer von den Guten, wobei, irgendwie habe ich gehört, die halten sich alle für die Guten, das finde ich eigentlich auch ganz cool, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut, ist eine coole Figur aus einer sehr, sehr starken Wave, ja, den musste ich euch unbedingt schon mal zeigen, genauso wie den hier, ja, auch den, Lord Wolligar ist das, glaube ich. Ja, Lord Wolligar der Zweite. Es kann sein, dass das dann die zweite Auflage dieser Figur ist mit ein bisschen Veränderung. Auch der sieht verdammt gut aus. Das ist ein Vampir. Der hat sogar noch einen Fellumhang mit dabei, den man ihm umlegen kann. Ja, ich habe die bis jetzt noch gar nicht ausgepackt. Das mache ich dann erst, wenn ich die Review mache. Das ist tatsächlich so. Also diese Figuren werden erstmalig ausgepackt, wenn ich die Review mache. Das heißt, die Review ist auch mein persönlich allererster Eindruck mit dieser Figur. Ich hoffe, das wisst ihr zu schätzen, denn das macht das Ganze, glaube ich, noch mal spannender und man sieht noch mehr meine Freude an dieser Figur, als wenn ich sie vorher schon mal ausgepackt hätte und mir schon mal genauer angeguckt hätte. Das heißt, die werden gleich wieder beiseite gelegt, ja, und dann werden die erst zur Review wieder rausgeholt. Lord Wolligar der Zweite, ich finde den super, ja, gefällt mir sehr, sehr gut. So, den kann ich hier hinlegen, ja, ich muss hier ein bisschen Platz schaffen. So, dann habt ihr in der Review schon gesehen. Ja, in der Review gab es tatsächlich von den Army-Bildern den Goblin.
Und da habe ich schon in der Review gesagt, mein, ich darf den nicht behalten, ich muss den weiterschicken. Ich möchte so einen haben. Ich muss mir den noch holen. Und das habe ich dann auch getan. Ja. Ja. Habe ich für einen guten Preis gekriegt. Ist halt der Legion Builder. Da wird es keine Review mehr zu geben. Den habt ihr ja schließlich schon gesehen auf dem Kanal. Könnt ihr euch raussuchen, die Review. Da habe ich noch drei andere weitere Legion Builder gezeigt. Und das ist der Goblin Legion Builder. Absolut geile Figur. Finde ich mega cool. Freue ich mich auch tierisch drüber, dass ich den jetzt habe. So, weiter. Ganz frisch. Die sind heute erst angekommen. Valak. Valak, ja. Und nicht der Valak hier von The Nun, sondern ein anderer. Ein Vampir auch. Ein Falkner. Ja, der hat noch einen Falken irgendwo mit dabei, den er so auf dem Arm halten kann. Und auch das ist ein wirklich toller Vampir. Sieht aus wie so ein Waldläufer mit Umhang und Kapuze. Finde ich persönlich richtig gut. Ist auch eine der Figuren, die ich sehr, sehr abfeiere. Ja, und den habe ich auch noch bei einem Laden zu einem guten Preis schießen können. Ja, der ist sonst überall schon weg oder kostet 60, 70, 80 Euro. Also ich habe die bis 89 Euro habe ich den schon gesehen in Geschäften. Und es gibt einen Laden, der hat ihn dann noch ein bisschen günstiger gehabt. Und da konnte ich dann nochmal zugreifen. So, dann auch von meinem guten Freund. Deswegen wackelt die Figur auch so ein bisschen, weil die schon mal ausgepackt war. Das ist eigentlich ganz geil. Der wollte die dann verkaufen. Ja, ich habe erst gesagt, nee, ich will keine. Dann hat er teilweise welche verkauft. Den hat er nämlich auch. Den hat er dann anderswo verkauft. Und dann wollte ich doch welche haben. Und dann hat er die nicht mehr da gehabt. Und ich so, oh Manno. Aber er hatte die noch da. Und ja, den Goblin. Und dann habe ich gesagt, ja komm, dann nehme ich die. Dann nehme ich die. Ja, die sieht ja auch ziemlich cool aus. So eine Elfe. Ja, das ist hier die Oberelfe. Ich glaube, das ist die Heldin schlechthin, habe ich mir sagen lassen. Ja, und dann habe ich gesagt, komm, dann nehme ich die. Er hat mir auch einen super Preis gemacht und dann war das so. Inzwischen ist das aber so, dass der selber wieder auf den Zug aufgefahren ist, weil ich so gehypt bin auf diese Figuren. Jetzt kauft er selber wieder welche ein und hat auch schon wieder über 13 Stück bei sich zu Hause stehen. Ja, so kann das laufen. Manchmal ist das so. Da hast du dann, ne, der ärgert sich jetzt wahrscheinlich, dass er die abgegeben hat, weil die ist nämlich super toll. Aber sie ist in guten Händen, sie ist bei mir gelandet, dementsprechend tolle Sache. So, jetzt kann ich das hier gleich alles ein bisschen rüberschieben, denn ich habe hier noch einen. Und dann wird das wieder rübergeschoben. Noch den lege ich mal wieder rüber. Ja, dann haben wir hier so ein bisschen Sichtfeld. Denn ich habe auch noch den Mephitor. Und Kenner sagen natürlich, Moment mal, die Optik kenne ich. Ja, der sieht aus wie Stinkor von den Masters of the Universe. Denn die Four Horsemen, die haben früher die Moto Classics gestaltet, optisch. Und die 2000X-er Sachen auch von Mike Young. Ja, die haben die gestaltet und als dann der Deal geplatzt war und Four Horsemen keine Moto Classics Figuren mehr machen konnten, haben die im Prinzip dann ihre eigene Line rausgebracht und zwar die Mythic Legions und haben dann einige Tribute Figuren gemacht. Also es gab also im Prinzip einen He-Man, es gab einen Trapjaw, es gab einen Skeletor, es gab eine Evil-Lyn, die hießen dann alle anders. Es gab einen Mossman, den habe ich euch auch schon gezeigt, gibt es auch ein Video zu. Ja, und es gab diesen Mephitor. Der natürlich so ein bisschen aussieht wie Stinkor. Der hat unter anderem aber auch noch so einen Goblin-Kopf. So einen schwarzen Goblin-Kopf hier unten mit drin. Ja, aber das ist halt die Version, wo er so aussieht wie dieses Stinktier. Finde ich ziemlich genial auch. Auch den noch bei einem Shop bekommen zu einem guten Preis. Auch der steigt langsam im Preis bei den Leuten. Der war, glaube ich, bei dem Shop sogar im Angebot. Ja, also absolut tolle Figuren. Ja, und wenn man dann erstmal so hyped ist auf so Sachen, dann guckt man ja auch überall. Also habe ich bei Kleinanzeigen geguckt, also habe ich bei eBay geguckt und hat dann leider jemand jede Menge Figuren reingestellt. Ja. Und hat die so reingestellt mit Gebot und trotzdem Preisvorschlag. Und ich habe dann gesagt, ja gut, bieten jetzt will ich da nicht, weil bei eBay, ihr kennt das, man bietet nicht am ersten Tag. Man bietet irgendwann ganz zum Schluss, wenn es dann na, kurz vor Ende, damit man dann nicht so hochgeschaukelt wird. Und ich habe dann einfach gesagt, komm, ich schicke dir ein paar Preisvorschläge. Und ich habe für drei Figuren Preisvorschläge gekriegt. Ich habe für alle drei Figuren einen Preisvorschlag wiederbekommen. Den einen, der wurde angenommen, und zwar für die hier. Da habe ich einen Preisvorschlag gemacht. Der wurde so angenommen. Das ist der Female Skeleton Legion Builder, sozusagen. Und die Figur gab es ohne Verpackung. Und es fehlt auch ein bisschen was an Zubehör. Aber das war halt alles auf dem Bild ganz klar zu sehen, was da jetzt mit dabei ist. Und da habe ich halt ein gutes Angebot gemacht. Was allerdings niedriger war als das Startgebot und ich habe den Zuschlag bekommen. Hat er gesagt, mache ich. So, für die zweite Figur habe ich leider den Zuschlag nicht bekommen, weil er hatte mir einen Gegenvorschlag gemacht. Der Gegenvorschlag war noch relativ hoch, da wäre ich wahrscheinlich auch nicht eingestiegen. Hat das Ding aber in der Zwischenzeit für einen
Euro weniger als das, was mir angeboten wurde, an jemand anders verkauft. Das heißt, von meinen drei Vorschlägen waren jetzt nur noch zwei offen und ich wollte ja dann Kombi-Versand haben, dass ich dann so ein bisschen Versandkosten noch spare und hatte dann zumindest gehofft, dass er noch den zweiten Vorschlag annimmt und das hat er dann auch gemacht, beziehungsweise den dritten. Der dritte Vorschlag war für den, jetzt habe ich den Namen vergessen von dem Kollegen, keine Ahnung, Malagog oder so, keine Ahnung. Das werdet ihr dann erfahren, wenn ich den nochmal zeige. Hier werde ich keine kompletten Reviews machen. Die werden im Zuge des Mephitos oder so einfach nochmal kurz gezeigt und dann gehe ich noch ein bisschen auf die Beweglichkeiten ein und so. Auch hier fehlt ein bisschen was. Der hat normalerweise noch einen zweiten Kopf. Der hat hier noch diesen Gürtel normalerweise mit dabei und die eine oder andere Waffe. Aber auch diese Figur kriegst du sonst nirgends mehr unter 90 Euro. Und ich habe den jetzt so für einen guten Preis bekommen und ich bin sehr zufrieden. Er hat die Flügel mit dabei, er hat die Schulter mit dabei, er hat diesen Dreizack mit dabei, den Schwanz. Es ist alles mit dabei und ich finde den super toll. Und ich bin sehr zufrieden, dass ich ihn jetzt habe. Also vielen Dank nochmal, falls der Mensch, der mir das bei eBay verkauft hat, hier zuschaut. Ich danke dir recht herzlich. Es sind wirklich schöne Figuren und sie sind in guten Händen und ich freue mich drüber. Ja, und er hat noch einiges mehr anzubieten. Vielleicht kaufe ich da noch mehr. Es wird jetzt langsam echt teuer. Ne? Also, das sind schon diverse hunderte von Euro, die ich jetzt für diese Figuren ausgegeben habe. Aber ich habe ein bisschen was an Spielzeug verkauft. Ja, ich habe noch so ein paar Sachen gehabt, die hier rumstanden, die wurden verkauft. Und deswegen war das möglich, dass ich mir hier diese Figuren gönnen konnte. Und ich bin sehr zufrieden. Also ich finde es toll, dass ich mir die kaufen konnte, ganz ehrlich. Weil das ist jetzt gerade meine aktuelle Leidenschaft. Das Masters ist so ein bisschen in den Hintergrund gewandert. Ich meine, habt ihr ja gesehen, ich habe ja auch Zodek und Co. gezeigt. Jetzt kommen demnächst noch mal ein paar, aber dass Mattel das jetzt so macht, dass die Sachen gar nicht vernünftig nach Europa bringen. Also es gibt immer noch keinen Leech, es gibt immer noch keinen Snoutspout. Gut, den wollte ich eh nicht, aber den Leech. Der Master vs. Hordak ist immer noch nicht angekündigt, obwohl die She-Ra schon zu kriegen ist. Das heißt, diese Veröffentlichungsstrategie, die Mattel momentan fährt, die sorgt dafür, dass es mich total abschreckt, weil ich gebe einfach nicht so viel aus für die US-Version. Dann gebe ich lieber ein bisschen mehr aus für solche Figuren hier, weil die sehen nämlich richtig, richtig toll aus. Ist halt einfach so. Die sind einfach von der Qualität und von der Optik einfach so gut, dass die halt einfach auch den Mehrwert, den sie halt kosten, wert sind. Und vor allen Dingen, die kann ich auch aus der Packung nehmen, ohne die Packung zu zerstören. Und schon deswegen ist das für mich auf jeden Fall jede Mühe wert. Ich werde da nie eine Komplettsammlung von haben, weil die Figuren einfach inzwischen viel zu teuer sind. Du zahlst für einige paar hundert Euro schon. Ja, das geht halt nicht. Aber ich werde bei denen, die jetzt demnächst kommen, da kam nämlich jetzt gerade wieder eine Ankündigung für eine Wave und die war auch richtig toll. Da werde ich noch so ein bisschen was zeigen. Ja, außerdem wird es wohl so sein, dass ich generell die Waves, die dann kommen, zum großen Teil bei mir zeigen kann. Da werde ich allerdings nicht alle Figuren von behalten dürfen. Aber wir werden auf jeden Fall Mythic Legions satt auf diesem Kanal finden in Zukunft. Und ich hoffe, euch macht das Spaß, weil ich finde, diese Figuren sind das wirklich wert. Und es wird Zeit, dass es mehr Leute gibt hier, die das in Deutschland zeigen. Und da möchte ich gerne einer der Ersten sein. Und das bin ich dann ja auch jetzt. Machen wir weiter. Wir sind technisch gesehen immer noch im Hall. Ich habe euch zwar jetzt soweit alles gezeigt, was neu ist, ja, und es war ja auch eine Menge. Alter, wenn ich das zusammenrechne, wie viel Geld habe ich ausgegeben in letzter Zeit? Egal, es geht auch Weihnachten zu und ich habe ja, wie gesagt, ein bisschen was verkauft. Dementsprechend war das möglich. Ich habe wieder mal eingekauft bei Just Legends. Ja, und ich bin nicht verpartnert mit Just Legends. Ich bekomme kein Geld dafür, dass ich für die hier Werbung mache. Das interessiert die auch nicht. Ich bin viel zu ein kleines Licht für die. Die machen irgendwie nur mit Leuten, die größer sind als ich. Ich bin da zu klein. Ja. Ich habe natürlich in der Videobeschreibung gibt es so einen Link. Den könnt ihr benutzen. Ich denke, dann spart ihr ein paar Euro, wenn ihr da bestellt. Ich glaube, 5 Euro kriegt ihr Rabatt oder 10. Und ich bekomme Punkte. Und von diesen Punkten kann ich dann wieder irgendwann 20% Rabatt bekommen auf die Sachen, die ich bestelle. Mehr ist es auch nicht. Also ich kriege da nichts geschenkt oder so. Aber die Sachen sind halt ganz geil. Und ich habe ja auch schon Holy ausprobiert, da gibt es auch einen Link. Und Holy ist so geschmacklich immer so ein bisschen säuerlich. Und ich habe so einen Punkt erreicht, wo ich da, ich kriege die Dosen gar nicht mehr leer, weil es irgendwo so eine Geschmackssättigung erreicht. Und ich möchte auch nicht immer noch mehr Dosen kaufen. Bei Just Legends habe ich mal Wassermelone gekauft und das war richtig geil. Da war ich richtig begeistert und habe das auch leer getrunken innerhalb von kürzester Zeit. Und ja, jetzt dachte ich, bestell's mal nach. Es gab ein gutes Angebot. Das war jetzt nämlich so ein Angebot für diese zwei Sorten. Und zwar sind das Hydration Drinks. Bis jetzt waren das meistens immer so Energy Drinks. Ja, und Energy kannst du ja nicht ohne Ende nehmen. Dementsprechend haben sie gesagt, die Leute wollen auch anderes Zeug. Die wollen nicht immer nur Energy. Und deswegen haben sie sowas wie Hydration Drinks gemacht. Einige machen auch Eistee. Aber das ist jetzt Hydration. Das heißt, das soll euch bewässert halten.
Ja, da ist dann kein Energy-Drink-Zeug drin. Und wir haben hier einmal die Sorte, und ich finde die Grafik auch so schön. Also Just Legends hat wirklich großartige Zeichner am Start. Das ist einmal eine Sorte, die mit Kirsch-Bananen-Geschmack. Ja, Kiba, sowas geht natürlich immer. Das ist mega, mega lecker. Ich frage mich, wie das mit Milch schmeckt. Ich habe das bis jetzt nur mit Wasser probiert. Aber Kiba ist mega lecker. Habe ich auch schon probiert, logischerweise. Die Dosen sind schon halb leer. Und einmal diese zweite Sorte mit Strawberry Lime Peppermint. Und da sagt ihr natürlich, das klingt erstmal komisch. Ja, das klingt auch erstmal komisch. Das schmeckt auch erstmal komisch, aber irgendwie geil. Ich kann nur sagen, ich fand das ziemlich genial. Und hier sind 40 Drinks drin, a 500 Milliliter. Also immer einen, so ein, ne? Und ups, diese zwei Dosen gab es zum Normalpreis von, ich glaube, 59 Euro. Und dann habt ihr noch, und da habe ich auch schon mal Wasser reingekippt. Klar, wir machen gleich einen Let's Taste. Da habe ich schon mal Wasser reingekippt. Und zusammen mit einem dieser Shaker, ja, habt ihr dann 64 Euro bezahlt. Und ihr sagt, boah, ist aber teuer. Nee, wenn man das auf die Dose runter, also ne, auf die Menge runterrechnet, die man davon hat, getränketechnisch, ist das kein hoher Preis. Und das Zeug ist auch ziemlich genial. Und es gab ja noch einen Bonus mit dazu. Weil wenn ihr das bestellt habt zu diesem Preis von 65 Euro, dann habt ihr noch die Dose hier mit dazu gekriegt und eine Probepackung. Die Probepackung, da kann sich einer meiner Kunden von meiner Lootbox drüber freuen. Der wird die im Dezember mit reingelegt bekommen. Ja, die werde ich extra mit reinlegen. Irgendeinem meiner Kunden. Also einer, na, bestellt doch mal meine Lootbox. Ihr habt die Chance auf Fruit Loops. Ja, Loot Fruits heißt es hier. Aber ja, das ist tatsächlich für Milch gedacht. Also das ist ein Milkshake. Performance, das ist dann auch Energy. Ja, also hier ist Performance Milkshake. Ja, Energie wie noch nie. Und da könnt ihr halt Milch reinkippen. Und da sind 50 Dosen drin. Ja, also 50 Getränke sind hier sozusagen drin. Und das gab es halt mit gratis dazu. Das heißt, ihr habt 65 Euro bezahlt und habt drei Dosen bekommen. Ja, dreimal. Drei Dosen für 65 Euro plus den Shaker. Shaker runter, 5 Euro weniger. Bleiben noch 60 Euro für drei Dosen. Sind ungefähr 20 Euro pro Dose. So, wenn ihr da aber findig seid und jetzt über meinen Link bestellt, dann kriegt ihr ja nochmal einen dicken Rabatt. Ja, und ich konnte ja auch wieder einen Rabatt einsetzen. Das heißt, ich habe für die ganzen Dosen insgesamt irgendwie knapp 40 oder 50 Euro bezahlt. Ich weiß es gerade gar nicht. Es war nicht so wahnsinnig viel. Und dann ist das absolut in Ordnung. Und dann ist das ziemlich geil. Und dann hat man, ja, ich habe ja so einen Wasserfilter in der Küche, im Kühlschrank, mit frischem, kühlem Wasser. Und dann hat man immer geile Getränke im Haus. Und zwar nicht das Zeug von der Stange. Und wenn man hier mal reinguckt, die ganzen Zusatzstoffe hier, die hier drin sind, sind gar nicht. es ist wirklich okay. Also hier ist auch kein Unsinn drin, sozusagen. Ja, es sind natürlich Vitamine drin und so, zugesetzt. Aber es ist halt kein Unsinn drin. Keine unnötigen Chemikalien. Ja, so heißt es zumindest immer. Eieieiei. Ja, aber wir wollen natürlich probieren. Was probieren wir? Ich habe jetzt keine Milch vorbereitet, deswegen probieren wir das nicht. Kiba, könnt ihr euch vorstellen, wie es schmeckt? Wir probieren Strawberry Lime Peppermint. Kein Koffein, mit 11 Vitaminen. Wir öffnen also unseren Shaker. Auch hier hattet ihr die Wahl zwischen drei verschiedenen Shakern, glaube ich. Es gab halt einmal hier den Shaker mit dem Mädchen drauf, hier, mit dieser Elfe da. Und dann einmal hier mit ihm. Und es gab noch irgendwie so einen neutralen Shaker. Und ich wollte jetzt den mit ihm haben. So, dann habt ihr hier so ein Messbecherchen drin. Der ist immer gut eingebuddelt. Da müsst ihr erstmal gucken, wo ihr den findet. Ich habe jetzt hier noch einen zweiten drin, deswegen ist das ein bisschen schwierig für mich. So, und dann macht ihr im Prinzip einmal Pulver. Das kippt ihr hier oben rein. Ne, in das Wasser, also erst Wasser, dann Pulver. Dann schließt ihr die Dose wieder, stellt sie weg. Hustet dann, weil es euch in die Nase geht. Und dann könnt ihr den Shaker wieder schließen. Und dann wird geschüttelt und schüttelt und schüttelt. Und ich habe leider festgestellt, dass sich das Pulver hier momentan nicht so gut löst. Zumindest nicht so schnell. Das heißt, es kann sein, dass wir hier jetzt eine Weile schütteln müssen, bis sich das vernünftig gelöst hat. Ihr wisst Bescheid. Schüttel, schüttel, schüttel. Ich mache das auch mal nicht im Zeitraffer. Ich mache das einfach so. Beim Let's Taste, da kann man sich das erlauben. Das machen wir jetzt einfach mal so. Vorsicht, dass das nicht geöffnet ist, weil sonst ist hier Sauerei. Ja. So, und dann sieht das insgesamt so aus. Ja, das kann sein, dass da jetzt noch so ein bisschen wieder was absetzt unten. Ne? Also meistens ist es so, wenn sich nicht alles auflöst, dann habt ihr zu viel Pulver reingemacht. Dann macht ihr ein bisschen weniger rein, dann geht das auch. Ich finde die Farbe schon mal sehr schön.
Ja, es sieht sehr lecker aus, finde ich, also sehr ansprechend. Und wir werden das jetzt testen. Ich habe diesen Shaker auch noch nie benutzt. Ich habe ihn vorher ausgewaschen. Solltet ihr auch, wenn ihr euch einen neuen Shaker holt, einmal schön auswaschen. Ja, und dann auf euer Wohl, meine lieben Freunde. Also, das Geschmackserlebnis hier ist sehr ungewohnt. Ihr werdet vielleicht im ersten Moment sagen, oh, das schmeckt aber seltsam, weil es diese pfefferminzige Note hat. Das ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Das Strawberry ist sehr dezent und auch das Lime ist sehr dezent. Also alle drei Geschmäcker sind insgesamt sehr dezent und entwickeln sich im Laufe des Trinkens in die eine oder andere Richtung. Und im Abgang habt ihr so einen leichten minzigen. Na, ich find's geil. Wenn das Wasser gut gekühlt ist, schmeckt das auch richtig, richtig gut. Ihr könnt auch Eiswürfel mit reinmachen. Übrigens, also macht ihr halt 400 Milliliter, macht ein paar Eiswürfel rein. Dann wird das noch geiler. Ich finde das insgesamt mega lecker. Ich finde den Shaker super schön. Ich mag das Gelb hier auch. Ja, und ich finde die Geschmacksrichtung super, alle drei. Also ich finde das auch geil, dass das nicht immer nur Energy Drink gibt, also dass das jetzt so Hydration-Zeug ist. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Und dieses Fruit Loops, ne? Das heißt ja nicht umsonst Loot Fruits. Und da sind dann diese Ringe mit drauf. Wenn ihr das mit Milch mischt, schmeckt das original, als wenn ihr Fruit Loops die Milch trinkt. Ja? Das ist richtig geil. Das ist richtig, richtig lecker. Richtig lecker. Also absolut lecker. Da gehe ich auch voll steil drauf. Ja? So. Und wie gesagt, ich kriege von denen kein Geld dafür. Ich mache das freiwillig, weil ich da Bock drauf habe und euch auch schöne Sachen, die ich für mich entdeckt habe, nicht dingsen möchte. Ne? Ihr sollt da eben auch was von haben in Form von Video hier und dass ich euch sage und zeige, wie das schmeckt und wie es mir gefällt. Ja, mach ich mir die Welt, wie sie mir gefällt. Entschuldigung. Wie geht's weiter? Eigentlich ist diese Sabbelstunde ja immer gefüllt mit Serientipps und Filmtipps und was nicht allem. Jetzt ist dieses Video aber jetzt schon wieder sehr, sehr lang. Und ich habe festgestellt, dass es eigentlich auch egal ist, ob ich euch irgendwelche Filme empfehle, weil dieses Video kommt halt meistens so, dass diese Filme dann schon ein paar Wochen alt sind. Wenn es dann sowieso Sachen sind, was soll ich euch sowas wie Stranger Things empfehlen? Das ist ja Quatsch, da wisst ihr, dass das geil ist. Ja, und solche Sachen, die man vielleicht noch nicht so kennt, die gucke ich zwar manchmal, aber gar nicht oft genug, um das zu rechtfertigen, dass hier jedes Mal so ein Tohuwabohu gemacht wird, im Sinne von hier irgendwelche großen Empfehlungen. Aber manchmal gibt es so Sachen, die möchte ich auch nicht missen. Und heute möchte ich euch das hier empfehlen. Ich habe vorhin schon mal von so einer Nostalgiebox gesprochen im Zuge der Honey und Nanny Hörspiele. Und ich bin auch nicht ganz sicher, ob ich die euch nicht schon mal gezeigt habe in irgendeinem Zeitpunkt. Das ist die Perry Rhodan Hörspielserie von Europa auf CD, komplett als Nostalgiebox in diesem Schuber. Ich weiß nicht, ob die Musik ausgetauscht wurde, aber für mein Verständnis klingt das so wie früher. Und es ist eine wahnsinnig gute Hörspielreihe. Perry Rhodan ist ja die langlebigste Romanreihe, die es überhaupt in Deutschland gibt. Das sind diese Groschenromane, ja. Und die gibt es seit Milliarden Jahren. Wir sind inzwischen bei Heft 10, 12.000 oder so. Keine Ahnung, frag mich nicht. Das gibt es seit immer schon. Immer schon gab es Perry Rhodan-Romane, ja. Damals haben die schon so Perry Rhodan an ihre Wände gemalt, die ersten Urzeitmenschen. Und irgendwann in den 80er Jahren gab es eine Hörspieladaption einer der Geschichte, und zwar relativ vom Anfang. Also das erzählt halt, wie Perry Rhodan seine erste Mission hat im Prinzip auf dem Mond oder so. Oder was kann ich, ob die auf dem Mond sind? Oder sind die auf dem Mars? Wo sind die? Ich glaube auf dem Mond. Und an einer Stelle finden die ein Raumschiff, das da gestrandet ist, und entdecken da Außerirdische drin und versuchen dann die Erde, die momentan so ein bisschen Streit und Krieg hat, aufgeteilt sozusagen in den Westen und in den Osten oder so, keine Ahnung, und die streiten halt miteinander, und Perry versucht dann mit der dritten Macht sozusagen den Frieden wiederherzustellen im Prinzip, und dann gibt es dann immer Mutanten, die werden damit reingeholt, und dann geht es darum, die Unsterblichkeit zu finden. Also es ist eine unheimlich schöne Science-Fiction-Reihe, und das Schöne ist, die Musik hier stimmt absolut, die ist einfach toll. Die Sprecher sind großartig. Du hast zum Beispiel Uwe Friedrichsen, unsterblich Uwe Friedrichsen. Falls ihr den nicht kennt, dann seid ihr in den 80er Jahren keine Zuschauer der Sesamstraße gewesen. Denn Uwe Friedrichsen war unter anderem in der Sesamstraße lange, lange Jahre. Er hat eine wunderbare Fernsehserie gemacht, die sich Schwarz-Rot-Gold nennt. Da ging es um den Zoll, die lief irgendwie in der ARD.
Alles halt ein ganz, ganz großer. Und wenn ihr Hörspielfans seid, dann kennt ihr Uwe Friedrichsen unter anderem auch von der Gruselserie von damals. Da hat er nämlich den Jonas Prey oder Jonas Prey in der Folge Insel der Dingens hier. Nee, was hieß die? Insel der. Nee, wie hieß die denn? Die Zombies halt. Die Zombie-Geschichte. Insel der Zombies, hieß das so? Ja, ich glaube schon. Ja, und da ist er mit am Start und spricht den Jonas Prey. Das wird immer sehr witzig ausgesprochen. Also, Jonas Prey. Jonas. Großartiger Sprecher, der, und der passt hier absolut rein. Also es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Das macht einfach unheimlich viel Spaß. Es sind ganz, ganz tolle Leute mit am Start. Es ist, ja, einfach eine wahnsinnig gute Umsetzung des Perry Roden-Stoffs in meinen Augen. Besser wird es hier nicht als das. Und die kann ich euch uneingeschränkt empfehlen. Kriegt ihr momentan immer noch bei Amazon bestellt. Na, das sind dann halt so kleine Papphüllen. Na, hier ist dann noch so ein Aufkleber mit dabei. Dann habt ihr hier so kleine Papphüllen mit den Covern. Ja, und da sind dann die CDs drinne. Ja, und natürlich könnt ihr das auch noch auf Kassette bekommen, wenn ihr, aber das dann nur über den Drittmarkt, ne? Das müsst ihr dann bei eBay gucken, wenn ihr das lieber auf Kassette hören wollt. Aber na, für Fans ist diese CD-Variante auch eine feine Sache. So kriegt ihr es direkt komplett zu einem guten Preis, ich glaube unter 50 Euro, also ist es absolut wert. Sind irgendwie 12 Folgen. Kann man machen. Habe ich euch somit empfohlen, ist eine tolle Geschichte, tolle Sprecher, tolle Atmosphäre. Wahrscheinlich wieder mal mit einem Skript von H.G. Francis, der das entsprechend bearbeitet hat, würde ich drauf wetten. Ja, ja, holt es euch. So, und wir machen mal weiter. Mit meiner Dezemberbox. Ich habe ja vorhin schon von meiner Lootbox gesprochen und gesagt, ja, jemand bekommt die Lootfruits-Probe in seiner Lootbox im Dezember. Und im Dezember ist natürlich wieder der Kalender drin. Und ich sage nur, excuse me, wir haben 2023. Und wenn ihr auf TikTok unterwegs seid, dann habt ihr diesen Satz in ähnlicher Form mindestens schon einmal gehört. Denn das ist nämlich bei TikTok seit ewig und drei Tagen jetzt, also ja, seit ein paar Wochen. Bei TikTok ist sowas ewig und drei Tage, wenn es seit ein paar Wochen. Da gibt es ein junges Mädel, das hat das mal irgendwann gesagt, da ging es um BHs tragen oder nicht. Und sie sagt dann, excuse me, wir haben 2022. Und das ist so ein bisschen viral gegangen. Die kann sonst nicht so wahnsinnig viel, es tut mir auch leid für das Mädel, die hat sonst nicht so wahnsinnig viel interessanten Content. Die ist irgendwie Avocado-Esserin und Veganerin und so und erzählt uns viel Mist aus ihrem Leben. So wie ich das hier auch mache. Also ich meine, das ist keine Kritik, sondern da ist halt nicht so viel zu holen, finde ich. Und diesen einen Satz hat sie halt ein Stück weit berühmt gemacht. Ist doch schön. Aber ich möchte euch daran erinnern, dass ihr den Satz Excuse me, wir haben 2023 das erste Mal bei mir gehört habt. Weil damit wird sie sicherlich versuchen, nächstes Jahr oder im Jahreswechsel dann auch nochmal wieder so ein paar Euros zu verdienen. Ja, TikTok. Ich bin zu alt für TikTok. Ich guck's trotzdem manchmal. Also manchmal, wenn ich nicht schlafen kann, dann scroll ich mal so eine Stunde durch. Es ist ganz, ganz schlimm. Also so ein Video wie das hier, was einfach mal so eine Stunde oder mehr ist, das könnte man auf TikTok total vergessen. Das geht auch gar nicht. Ich glaube, du kannst irgendwie ein paar Minuten oder so maximal machen. Und es ist halt wirklich so ein schnelllebiges Ding. Ich habe mal ein kurzes Video von Optimus Prime, der umkippt, ja. Ein Optimus Prime, der sich verwandelt und dann umkippt. Habe ich mal auf TikTok hochgeladen vor kurzem, um das auszutesten, weil ich ja den Adventskalender zeigen möchte. Und das hat einfach fast 1000 Aufrufe geschafft. 1000 Aufrufe, ja, die schaffe ich hier mit dem Video nicht. Zumindest nicht direkt. Aber so ist das nun mal. Und ja, TikTok-Trends, das ist auch so eine Geschichte. Da gibt es so viel, auch da könnten wir jetzt eine ganze Sendung zu füllen, das will ich gar nicht. Ich will ja über meine Lootbox sprechen. Da ist der Kalender drin, genau, hier habt ihr die Grafik, da ist die Grafik, das sind die Sachen, die da so Franchise-mäßig inspiriert sind, also das sind die Dinge, es sind ein paar sehr, sehr schöne Artikel drin, es sind auch ein paar Fremdartikel wieder drin, also Artikel, die von mir sozusagen in Auftrag gegeben wurden, das ist sehr geil, also was da teilweise drin ist, ist richtig geil, ich bin mit der Box schon wieder unglaublich zufrieden und ich freue mich richtig, dass ich die euch dann vor Weihnachten schicken kann. Ich habe auch nicht mehr viele davon. Also ihr müsstet, wenn ihr die unbedingt haben wollt, jetzt sofort zusehen, dass ihr die bestellt. Das sage ich nicht aus Spaß, weil die sind wirklich hart Stückzahl limitiert. Ja, und dementsprechend, ich habe nicht mehr viele übrig. Ein, zwei Stück gibt es noch. Ja. Das T-Shirt kommt auch sehr gut an. Gab es schon ein paar Leute, die gesagt haben, oh, geiles T-Shirt, das muss ich unbedingt haben, weil das natürlich eine Hommage ist an die klassischen Spiele, beziehungsweise an das klassische Spiel damals auf dem Amiga und auf dem C64 und eigentlich überall. Und natürlich auch auf die Dinos, kennt ihr ja auch, ja, der Kollege da in der Blase. Auch sehr schön. Also das ist ein Motiv, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das habe ich schon mal auf einen Artprint gebracht und jetzt gibt es dann halt das T-Shirt dazu. Dementsprechend im Dezember. Ja. Ansonsten könnt ihr auch gerne schon die Januarbox vorbestellen, da habe ich jetzt aber noch keine Grafik für euch.
ja, wie ihr die bestellt, unten in der Videobeschreibung. Steht alles unten in der Videobeschreibung. Da sind mehrere Links. Einmal auf meine Facebook-Seite, da könnt ihr direkt mit mir kommunizieren und sie bestellen. Oder ihr bestellt das halt über Mighty Underground. Das geht auch. Wie ihr das haben wollt. Gar kein Problem. Ja. Ich freue mich drauf. Ja, und wie gesagt, ihr müsst euch beeilen. Viele Boxen habe ich nicht mehr übrig. Ja. Vorbestellungsphase geht noch bis zum 31. November. Aber wenn die Box ausverkauft ist, ist sie ausverkauft. Dann kann ich nichts mehr anbieten. Ja. Gut. Weiter im Text. Mit schlechten Nachrichten. Ja, weiter mit schlechten Nachrichten. Ich habe die Nachricht erhalten und ihr auch, wenn ihr den folgt. Ist jetzt kein Geheimnis. Der Gratis-Comic-Buchtag im Jahre 2023 wird nicht stattfinden. Oh. Wir hatten ja schon mal das Problem, dass es da wegen Corona-Probleme gab. Und jetzt sieht es so aus, als wenn sich die Leute vom Gratis-Comic-Tag komplett neu strukturieren. Ich weiß nicht, was das genau bedeutet. Also, ne, die werden jetzt nicht hier das Ohr mal da unten hinziehen. Nein, neu strukturieren bedeutet wahrscheinlich, dass die, keine Ahnung, deren Geschäftsmodell komplett auf den Kopf stellen irgendwie. Vielleicht Leute an andere Stellen setzen, neue Leute dazu holen, andere Leute loswerden. Dass das Ganze ein bisschen fresh wird und neu wird und anders wird. Vielleicht andere Partner mit reinholen ins Boot. Ich weiß es nicht. Das haben sie mir nicht erzählt. Ich habe auch nicht direkt mit denen kommuniziert. Ich habe das halt auch nur gesehen. Ja, man hat wohl eine E-Mail gekriegt und es gab halt auch einen Beitrag auf Instagram, deswegen auch das Bild, das ich hier eingeblendet habe. Der Gratis-Comic-Tag findet also nicht statt. Im nächsten Jahr. Das ist sehr schade und ich hoffe sehr, dass sie 2024 wieder mit dabei sind und dass ich wieder, wie jedes Jahr, in den letzten paar Jahren, so lange mache ich es ja auch noch nicht, euch wieder alle Hefte zeigen kann. Ja, dass ich hier alle Hefte einmal zeige und meinen Senf dazu abgebe. Ja, und meine Empfehlungen dazu abgebe. Das macht mir immer sehr viel Spaß und ich finde, das ist eine tolle Sache, dieser Gratis-Comic-Tag, und es sollte auf jeden Fall wiederkommen. Also, falls ihr das seht, liebe Leute vom Gratis-Comic-Tag, ich wünsche euch ganz viel Kraft, ganz viel Stärke, dass ihr diese Umstrukturierung locker und easy-peasy über die Reihe bekommt und hinbekommt und dann gestärkt im Jahre 2024 wieder da seid und einfach noch geilere Comics raushauen könnt. Das wünsche ich euch und uns. Ja, und ich bin gerne wieder mit dabei, wenn es darum geht, die Hefte zu zeigen. Aber da reden wir garantiert nochmal drüber. Ja. So, kommen wir zum nächsten Thema. Die Spielwarenmesse im Jahre 2023 findet hoffentlich statt. In den letzten Jahren war das Ding ja so, dass man nie abschätzen konnte, wie der Februar wird. Und die Spielwarenmesse findet normalerweise im Februar statt. Und dementsprechend kann es sein, dass das da wieder Einschränkungen Corona-mäßiger Art gibt. Und in den letzten Jahren ist das halt dementsprechend immer ausgefallen, was schade ist, weil auch viele Anbieter gesagt haben, sie kommen nicht. Und ich hoffe, dass das nicht das Ende der Spielwarenmesse ist, weil ich habe bis jetzt, und wir haben jetzt November, immer noch nicht gehört, wann das losgeht, und es gab immer noch keine Möglichkeit, eine Akkreditierung zu starten. Das heißt, wenn sie stattfindet, bin ich da, auf jeden Fall, ich fahre dahin, keine Frage, und will da auch wieder viel machen. Ich freue mich auf die Spielwarenmesse. Das ist für mich eine Institution und eine Veranstaltung, auf die ich richtig Spaß habe, auf die ich richtig Lust habe, wo ich richtig Bock drauf habe, neue Leute zu treffen, neues Spielzeug zu sehen, neue Collectibles zu sehen, neue Anbieter zu sehen, was die neu da haben, vielleicht ein paar Sachen mitzubringen, schöne Videos für euch zu machen, ein paar Interviews zu führen. Das ist mir eine Herzensangelegenheit und ich hoffe, dass das stattfindet im nächsten Jahr. Bis jetzt weiß ich es noch nicht. Sollte sich da was tun im Dezember-Vlog, werdet ihr mit Sicherheit davon hören, denn ich werde gucken, dass ich da jetzt ein bisschen am Ball bleibe und Informationen für euch rausfinde. Also bis jetzt gab es noch keine große Ankündigung, hey, Spielwarenmesse 2023, aber das kann halt noch kommen. Wir sind ja noch früh genug dran. Es sind ja noch ein paar Monate hin. Ich hoffe, sie findet statt, aber bis jetzt weiß ich es noch nicht. Wenn nicht, dann wäre das wirklich sehr, sehr schade. Ja. Man darf sich auch langsam echt nicht mehr von dieser Sache so komplett abschotten. Also das Leben muss irgendwie auch weitergehen. Ja. Und es gibt genug Maßnahmen, die dafür sorgen, dass man da irgendwie geschützt ist. Und wir sind alle 100.000-fach geimpft. Was soll da noch passieren? Ganz ehrlich. Ja. Also dementsprechend Spielwarenmesse. Ihr müsst stattfinden. Wir haben Bock drauf. Alle. Auch meine Zuschauer. Wir haben richtig viel Bock drauf, auf der Spielwarenmesse schöne Dinge, von der Spielwarenmesse schöne Dinge zu sehen. Dementsprechend, oh, komm, gebt euch einen Ruck, findet statt. Kommen wir zu euren Fragen, denn es gab zumindest eine kleine Frage. Ja, ihr seid fragefaul geworden. Kann es sein, dass euch das nicht mehr so interessiert, dass ihr keine Fragen mehr an mich habt? Wisst ihr schon alles über mich? Das hatte ich für ein Gerücht. Dementsprechend war ich fast ein bisschen traurig, dass es nur eine Frage gab. Aber gut, der Fokus dieser Show sollte ja eh so ein bisschen jetzt auch mehr in Richtung Talk gehen. Da sind Fragen zwar auch immer Talk, Fragen sind ja Talk.
Aber wenn zufrieden viele Fragen kommen, dann ist das natürlich auch, dann kann ich nicht so, ja, dann ist das immer nur so kurz abgehandelt und dementsprechend ist das so auch mal okay. Wir haben jetzt nur eine Frage und zwar von Mr. Ronsfield. Und der hat nämlich gefragt, denkst du, dass es nochmal einen Masters-Realfilm geben wird oder ist das Thema nicht wirklich verfilmbar? Und wenn ja, wie könnte er aussehen? So. Der Masters-Film ist ja seit Jahrzehnten in der Entwicklungshölle und das aus gutem Grunde. Man hat ja vor kurzem sogar einen Schauspieler gecastet gehabt und dann wurde das Ganze wieder gescrapped. Teils auch, glaube ich, wegen Corona, teils aber auch deswegen, weil es mit Sicherheit kein gutes Drehbuch gab. Ja, und dass diese Zeichentrickserie Revelation von Kevin Smith jetzt tatsächlich bei den Fans nicht so gut angekommen ist, sollte denen tatsächlich ein rotes Tuch sein, sich an so eine Verfilmung ranzutrauen. Denn du wirst es den Fans niemals recht machen können. Der alte Film ist durch die Nostalgiebrille inzwischen kultig, aber er hat ja mit Masters of the Universe eigentlich nichts zu tun. Ja, du hast kein Orko, du hast kaum Eternia, du hast komische Gegenspieler für He-Man, außer Beastman sind das alles neue. Die sind zwar cool, aber alle neu. Und Skeletor natürlich ist auch mit dabei. Ja, du hast eine Evil-Lyn, aber die machen alle irgendwie nichts gefühlt. Dann ist auch dieser Film hat ja unheimlich viel Probleme gehabt in der Produktion. Und dass der größtenteils auf der Erde spielt, auch aus Kostengründen, hat halt dafür gesorgt, dass der eher dann bei den Fans auch nicht so gut ankam. Inzwischen lieben die Fans den, zumindest teilweise, weil es halt einfach die Nostalgiebrille ist und es ist ein Produkt der 80er. Logisch, ne? Aber sowas wird bei einem neuen Film halt auch wieder ein Problem werden. Die Fans sind damit nicht zufrieden. Ich meine, wenn ihr euch, ihr guckt euch irgendwas an, irgendeine neue Ankündigung, egal für was es ist, ja? Die kleine Meerjungfrau, ja? Die wird jetzt von einer Afroamerikanerin gespielt. Finden die Leute blöd. Die Erwachsenen finden das blöd. Die Kinder interessiert das nicht. Die meisten. Ja? Die ärgern sich eher darüber, dass die nicht so rote Haare hat. Aber Kinder, keine Sorge, das liegt nicht daran, dass die keine roten Haare hat. Das liegt daran, dass die da unter Wasser ist und das Licht unter Wasser anders ist. Deswegen sah das komisch aus. Die wird schon rote Haare haben, keine Sorge. Die regen sich, keine Ahnung, jetzt kommt Addams Family raus. Wednesday heißt das Ganze. Und der Gomez wird gespielt von einem mexikanischen Schauspieler, glaube ich. Guzman, irgendwie so heißt er, glaube ich. Ich bin nicht ganz sicher. Und der Typ, der sieht halt komisch aus. Er ist halt nicht so mega attraktiv wie beispielsweise Raul Julia. Aber mal ganz ehrlich, Leute, habt ihr das Originalmaterial von der Addams Family jemals gesehen? Wie Gomez aussieht? Na, mit so die Comics? Das ist kein Schönling. Und dementsprechend passt das eigentlich super gut. Ich finde die Frisur ein bisschen merkwürdig, ja, aber ansonsten ist mir das eigentlich egal. Raul Julia ist ja sowieso unschlagbar in der Rolle. Aber auch das Neue kann man akzeptieren. Es ist halt anders. Anders, als ihr das vielleicht kennt, aber deswegen ja nicht schlechter. Deswegen verurteilt das nicht vor. Genauso wie, jetzt hat Henry Cavill angekündigt, dass er nicht mehr der Witcher sein will. Und jetzt kommt der Liam Hemsworth. Und Liam Hemsworth ist natürlich ein Schönling, den sich die Leute da nicht vorstellen können in der Rolle. Aber wartet doch erstmal ab. Wartet doch erstmal ab. Und genau das Problem wird auch der Masters-Film haben. Ja? Es kommt ein Masters-Film. Und zwar auf Netflix. Und auch da ist der Hauptdarsteller schon gecastet worden. Und ich glaube, dass der Netflix-Film das erste Mal ist, dass wir überhaupt die Chance auf so einen Film haben. Und ich sag dir, und ich sag euch allen, das wird eine Riesenkatastrophe, weil die Fans das Ding wieder in der Luft zerreißen, weil, keine Ahnung, die Augen von Orko blöd aussehen oder Orko nicht mal dabei ist, dass das nicht da spielt, wo sie sich das vorstellen, dass da irgendwelche Geschichtsteile geändert werden, weil es eben nicht mehr wie der Original-Zeichentrickserie ist. Keine Ahnung, du wirst es den Fans niemals recht machen können. Das funktioniert einfach nicht. Das ist genauso wie mit der Rings of Power-Serie, ja? Die ist cool. Trotzdem jammern alle darum, dass die langweilig ist und dass die was verändert haben zur Tolkien-Lore und dass das deswegen der letzte Schrott ist. Ja, sorry, dann guckt euch den Scheiß nicht an. Guckt euch den Scheiß einfach nicht an, aber belästigt nicht andere Leute im Internet mit eurer Meinung dazu. Und genauso wird das bei Masters sein. Die Fans werden es zerreißen. Ich bin fest davon überzeugt. Und einen perfekten Masters-Film zu machen, da darfst du auch keinen Fan ransetzen. Was passiert, wenn man einen Fan an einen Film ransetzt, haben wir bei Episode 8 gesehen. Ja, Rian Johnson, den ich wegen Knives Out sehr, sehr schätze, finde ich, hat das, was J.J. Abrams gemacht hat, einfach komplett kaputt gemacht und dadurch eben dafür gesorgt, dass der letzte Film halt auch nicht funktioniert hat. Und das war einfach ein Fehler. Man hätte sich da ist halt das Problem, dass man zum einen eine hohe Erwartungshaltung hat und irgendwie einen Storybogen hatte, den man nicht wirklich... Man hat einen Storybogen gehabt, dann kam der Nächste, der gesagt hat, das mache ich anders.
und hat die Story im Prinzip abgebrochen und hat dann eben keine Chance mehr gelassen für den letzten Teil. Und deswegen schwierig, schwierig. Ja, aber da gibt es halt Gründe, warum das nicht funktioniert hat. Ja? Und bei anderen Sachen sind es halt einfach oft die Fans. Manchmal funktioniert das, bei Sonic zum Beispiel. Man hat Sonic gesehen, die Optik von Sonic war furchtbar. Die Fans haben gesagt, das sieht scheiße aus, haben sich beschwert. Die Optik wurde verändert und jetzt ist Ugly Sonic ein Meme. Schaut euch den Chip und Chap-Film an, fantastisch. Aber das hat ja, da hat es mal funktioniert. Ja, der Film ist deswegen vielleicht besser geworden, als es sollte. Aber da ging es halt wirklich auch nur um die Optik von Sonic. Die haben ja nicht den ganzen Film neu gedreht deswegen. Ja? Und dieser Aufschrei in der Community immer, es ist auch, stell dir vor, es kommt ein neuer Film mit Batman und Joker. Da wird auch sofort, oh, der Joker und oh, voll schrecklich und der kann das nicht und das kann gar nicht gut werden. Es sind halt immer die Fans, die Fanboys, die dafür sorgen, dass es nicht funktionieren kann, ganz oft. Ja. Manchmal klappt's, aber in den meisten Fällen ist die Erwartungshaltung einfach so hoch, dass das nicht funktionieren kann. Deswegen kommen diese Filme oft nicht. Ja, weil die Drehbücher dann nicht funktionieren, weil die Fans im Vorfeld direkt rumjammern, der Typ hat ja gar keine Muskeln. Ja, der hat aber auch noch ein Jahr Zeit, sich darauf vorzubereiten. Ja. Außerdem kannst du ja auch nicht so einen Menschen, ich meine, nicht jeder hat so eine Statur wie Arnold in den 80ern. Das geht halt nicht. Und so jemanden zu casten, ist im Zweifelsfall auch keine gute Idee. Weil was passiert, wenn wir einen Schauspieler, der noch nicht schauspielerisch auf der Höchstleistung steht, was passiert, wenn wir den casten? Das haben wir ja in dem letzten Masters-Film gesehen. Dolph Lundgren sah aus wie He-Man. Aber, ja, schauspielerisch war das keine Glanzleistung. Muss man leider so sagen. Und das wollen wir doch nicht wiederholen. Da nehme ich doch lieber jemanden, der es kann. Und der dann im Prinzip halt noch die Zeit... Wir wissen, dass es funktioniert. Schaut euch Chris Evans an. Schaut euch Chris Pratt an. Die ganzen Chrises. Die haben alle trainiert für ihre Rollen im MCU oder für irgendwelche anderen Sachen. Und die da sagt ihr doch auch nicht, das sieht nicht so aus. Ja, und ja. Fans zerstören ihr eigenes Fandom. Das ist oftmals das Problem. Diese Hybris, die dahinter steht. Ich kann mich da nicht ausnehmen. Ich mag auch nicht alles, was passiert. Es gibt so ein paar Designentscheidungen, die finde ich auch blöd. Und die teile ich genauso mit wie andere. Also ich bin genauso ein Fachidiot, ja. Aber im Endeffekt muss man den Dingen immer eine Chance geben. Und ich glaube, wenn man das macht, dann kann man daran nur gewinnen. Und man kann Sachen auch gut sagen. Zum Beispiel nehmen wir die neue Resident Evil Serie, diese Fernsehserie, die ich sage, also die Netflix-Serie. Die ist nach einer Staffel jetzt abgesetzt worden, was schade ist. Ja, die hat unheimlich viel verändert zu dem, was Resident Evil eigentlich ist. Und vieles passte überhaupt nicht. Ja. Und gut war die auch nicht wirklich, aber die hätte sich entwickeln können. Aber da sofort Backlash kam, keine Chance, kann sich nicht entwickeln. Genauso wie der Film Welcome to Raccoon City. Da hat man ein bisschen zu viel versucht, zu viel den Fans zu gefallen und das hat auch nicht funktioniert. Obwohl ich den Film mag. Ja, auch da sind dumme Entscheidungen drin, keine Frage. Aber das ist das Resident Evil nächste, was wir jemals bekommen haben und wahrscheinlich jemals bekommen werden, weil wir Fans uns das selber kaputt machen. Ja, und genau das ist halt bei He-Man auch der Fall. Ich mochte Revelation. Ich mag einige Designs nicht. Ich finde, ein paar der Designs haben mir optisch gar nicht gefallen. Die Geschichte war aber relativ cool. Ja, ich mag die He-Man 21 Zeitrick-Serie sehr, aber da ist ja Konsens. Die finden ja alle irgendwie cool. Nur die Figuren verkaufen sich wohl nicht so gut. Ja, gibt's beim TK Maxx für ein Abel und ein Ei, obwohl auch für 13 Euro. Also billig sind sie da nicht, aber ne, es gibt sie bei TK Maxx, habe ich heute erst gesehen. Und keine Ahnung, über die Comics redet gerade kaum einer. Das ist ja auch dann teilweise mit DC und Thundercats gemischt. Ganz merkwürdig. Aber He-Man ist halt anders als früher. Und das haben die Leute gleich blöd gefunden. Genauso wird es bei einem Film sein. Die Leute werden es blöd finden. 100 Pro. Und dann gibt dem Film auch 20, 30 Jahre und dann funktioniert das vielleicht. Dann finden die Leute es toll. Netflix hat eine gute Chance, da was draus zu machen. Ich weiß noch nicht, ob sie gute Drehbuchautoren haben. Das ist sowieso ein Problem momentan. Jetzt rante ich hier über ganz andere Sachen. Aber die Frage ist halt doch wirklich eine gute Frage und ich wollte mir jetzt ein bisschen auch mehr Zeit nehmen dafür. Es ist leider das Problem, dass wir verlernt haben, wie man richtig gute Filme macht. Es gibt immer Ausnahmen und es gibt tolle Blockbuster, aber auch da gibt es eine gewisse Ermüdungserscheinung. Und oftmals ist es so, dass die Drehbücher viel zu lang sind heutzutage. Ich weiß nicht, warum jeder Film immer 3 Stunden lang sein muss, obwohl er die Story hat, die auf einem Bierdeckel passt eigentlich.
ja, und nur weil so viel Exposition kommt, weil so viel erklärt werden muss, das ist das nächste Ding. Es wird uns immer alles erklärt. Früher war das nicht so, da wurde nicht alles erklärt. Es war auch gar nicht nötig. Vieles haben wir uns im Kopf ausgedacht, ah, das funktioniert so und so, und dann war es auch in Ordnung und dann hat der Film genauso funktioniert. Ein Film muss nicht immer 3 Stunden lang sein. Die meisten Filme, die aktuell rauskommen, könnte ich problemlos um 30 Minuten kürzen und würde einen tighteren, besseren Film haben. Aber es wird halt nicht gemacht. Die Studios sind feige. Es werden keine neuen Ideen gemacht. Es werden oftmals Drehbücher verwendet, die schon 15 Mal umgeschrieben wurden, aber nicht autark. Also nicht so, dass die Story danach noch einen guten Sinn ergibt. Und es passiert halt oftmals so, dass einfach schlechte Drehbücher verfilmt werden, weil es halt gerade passt und weil da irgendwie Geld in irgendwelche Richtung geworfen wird. Ein gutes Beispiel ist da Game of Thrones. Alles das, was bei Game of Thrones auf der Geschichte von George R. R. Martin basiert, die es schon gab, ist gut. Aber in dem Moment, wo es keine Buchvorlage mehr gab und man George nicht mehr wirklich mit rangezogen hat für die Geschichte, und das hat er selber gesagt, er wurde nicht mehr wirklich gefragt. Er wurde nur gefragt, wie soll das ungefähr ausgehen. Er hat das Ende verraten, was er meint, und die haben dann ihr eigenes Ding gemacht. Benioff und Weiss, die einfach dann ihr eigenes Ding gemacht haben und die nicht annähernd diese Qualität erreichen, dieser literarischen Vorlage. Und deswegen ist Game of Thrones immer schlechter geworden bis zu einem Zeitpunkt, wo die Leute gesagt haben, die 8. Staffel war eine Katastrophe. Und die 8. Staffel war, ja, sie war nicht schön. Und man merkt, dass das Drehbuch nicht mehr gut war. Daran lag es. Die Schauspieler waren nach wie vor okay. Das Setting ist gut. Die Optik war gut. In zu großen Teilen waren die Spezialeffekte gut. Ja. Aber die Geschichte war nicht mehr gut, weil eben Dilettanten dran gesessen haben. Und das ist leider ein großes Problem. Und auch das könnte natürlich den Masters-Film zusätzlich zu der Idee, dass die Fans das kaputt machen, auch noch ziemlich viel kaputt machen. Wenn da eben kein gutes Drehbuch verfilmt wird. Ja, wir brauchen bessere Drehbuchautoren. Ich habe da keine Lösung für. Ich selber kann das nicht. Ja, gut. Dann sind wir jetzt durch. Mein Gott, seid ihr noch dran? Wenn ihr jetzt noch dran seid, dann kommentiert mal mit Hashtag Lootfruits. Ja, und dann freue ich mich, dass ihr das Video bis zum Ende geschaut habt. Ohne weiterskippen. Ich merke das. Es ist wieder eine lange Sabbelstunde. Aber dafür heißt die halt auch Sabbelstunde. Und, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Habt ihr sehr viel Spaß dabei gehabt, euch diese Dinge alle vorzustellen, euch zu zeigen, was ich alles so neu bekommen habe, was demnächst in Reviews kommt und. Das macht immer unheimlich viel Spaß, dann über so ein paar Themen zu reden. Einfach toll. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Abo, Daumen, Kommentare, Benachrichtigungsglocke wieder anschalten und Fragen stellen, nicht vergessen. Ja. Bis dann. Ne? Ich bin raus. Macht's gut. Tschüss. Was ist denn los? Ach so, das Ende vom Video. Ha, ja, da oben, da gibt es ein Video von Mike, das könnt ihr euch angucken. Da unten ist eine Playlist, da könnt ihr auch mal reinschauen. Und da drüben, ja, da sind so ein paar andere Kanäle zum Abonnieren. Ja, das war's jetzt. Tschüss!